bedeutender Tag für Landeshauptmann Louis Domwalder in Wien und zahlreiche Treffen. Das erste dieser Treffen fand in der Hofburg mitten im Zentrum Wiens statt. Der Landeshauptmann ist gemeinsam mit einer erweiterten Südtiroler Delegation vom Bundespräsidenten Heinz Fischer empfangen worden. Domwalder hat mit dem Staatsoberhaupt die wichtigsten Schritte hin zur Autonomie Revue passiert und ihm die derzeitige Lage der Beziehungen zwischen Bozen und Rom erläutert. Wir haben geredet über vor allem die Verhandlungen mit Rom, was die Finanzen anbelangt. Wir haben aber ganz besonders vor allem auch die Gelegenheit wahrgenommen, dass wir 20 Jahre Streitbeilegung und 40 Jahre Autonomiestatut die Gelegenheit wahrgenommen haben, zu danken vor allem. Denn es ist nicht so selbstverständlich, dass diese Entwicklung in Südtirol möglich war. Ohne Autonomie wäre sie nicht möglich gewesen. Fischer hat dem Landeshauptmann von seiner jüngsten telefonischen Aussprache mit Staatspräsident Giorgio Napolitano berichtet und seine Nähe zu Südtirol nochmals kundgetan. Wir haben in einer wirklich guten und konstruktiven Atmosphäre einerseits dieses Jubiläum und diesen Rückblick auf 20 Jahre Streitbeilegung besprochen und darüber diskutiert und andererseits natürlich auch über aktuelle Fragen. Der Herr Landeshauptmann hat sehr präzise die Situation in Südtirol dargestellt, auch die Probleme, nachdem ja wirtschaftliche Fragen auch in Italien und daher in Südtirol eine Rolle spielen. Der österreichische Bundespräsident hat auch die Einladung der Landesregierung für den 5. September nach Südtirol zu reisen angenommen. Er wird dort am 40. Jahrestag der Autonomie und 20 Jahre nach der Streitbeilegungserklärung anwesend sein, um ebenso wie Italiens Staatspräsident Napolitano den Verdienstorden des Landes Südtirol entgegenzunehmen. Am frühen Nachmittag hat Landeshauptmann Domwalder dann Bundeskanzler Werner Faymann getroffen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Schritte hin zur Vollautonomie, die wirtschaftliche Situation in Europa und die derzeitigen Beziehungen zwischen Rom, Bozen und Wien. Wir haben heute den Herrn Bundeskanzler informiert, wie es in Italien ausschaut, welche Schwierigkeiten bestehen, wie das Klima zwischen Bozen und Rom ist und vor allem auch, was wir zukünftig noch weiter fordern werden. Österreich hat die Streitbeendigungserklärung abgegeben, aber nur für den Streit der 1960 von der UNO begonnen worden ist, bis zur Streitbeendigung, das heißt 1992. Das heißt aber nicht, dass man nicht weiter hinter Südtirol steht, dass man nicht Südtirol weiterhin begleitet, denn wir sind nach wie vor eine österreichische Minderheit, die in Italien lebt. Und wir haben so den Eindruck, dass heute zwischen Österreich und Italien ein sehr freundschaftliches Verhältnis vorhanden ist. Und unter Freunden kann man solche Probleme viel leichter lösen. Landeshauptmann Domwalder hat dem Bundeskanzler die Resolution zur Vollautonomie überreicht und dieser hat versichert, dass die österreichische Regierung sie eingehend prüfen wird. Erstens freue ich mich immer, wenn Freunde auf Besuch kommen. Die Zusammenarbeit und auch das enge und gute Verhältnis ist ja so vertieft in der Bevölkerung, wenn man in Österreich anspricht, Südtirol, da hört man nur das Allerbeste an Beziehungen. Und ich habe mir auch vorgenommen, dass, wenn es mir irgendwie ausgeht, heuer noch nach Südtirol wieder komme. Es ist doch fast 2 Jahre her, dass ich das letzte Mal offiziell in Südtirol war. Ich war auch froh über den Gedankenaustausch. Wir haben natürlich über die aktuelle wirtschaftliche Situation auch gesprochen, die ja ganz Europa ständig in Atem hält, dass die Politik wieder stärker wird als die Finanzmärkte. Da haben wir ja eine Reihe zu tun und vieles zu tun. Ist mir natürlich auch der Katalog und die Resolution übergeben worden zu den Fragen der Autonomie. Wir haben daher ein sehr interessantes Gespräch gehabt. Im Laufe dieses Jahres wird auch Bundeskanzler Faymann Südtirol einen Besuch abstatten.